Jo, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Tanks und ich versuche jetzt nochmal mein Glück mit dem Grant. Das war ja in der letzten Folge etwas anders als geplant und das hat nicht so gut geklappt. Naja, macht auch nichts. Wir sind auf jeden Fall in der Verteidigung. Und aktuell sieht das soweit ganz gut aus. Ich hoffe, der T1 Happy bleibt jetzt da vorne stehen und fährt nicht noch weiter nach vorne. Oh, 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 oh. Jetzt gibt's nämlich da gleich Ärger. Ah, ich komme da wieder nicht durch mit der Kanone, ne? Das ist echt bescheuert. Shit, Mann. Das ist natürlich echt bescheuert. Da kommt KV-1, komme ich auch nicht durch. Ah, der KV-1 ist weg, super. Da ist der KV-1S. Was habe ich noch für einen Durchschlag eigentlich mit dem? Ich vergesse immer, 105. Oh ja, aber zum Zufallstreffer könnte das ja eventuell schon mal klappen, ne? Wollen wir mal gucken. Da ist ja noch irgendwo der T28. Da kommt er. Und zack! Jawoll! Schönes Ding! Das war zwar jetzt nicht viel, aber immerhin. Lebe ich noch, das ist schon mal ganz gut. Wow, von 5 zu 2 auf 8 zu 7 sollten wir es tatsächlich jetzt noch verlieren. Das wäre nicht so schön. So, ich spotte hier auf jeden Fall für die beiden TDs, die hinter mir stehen. Wenn hier denn was kommt. Aber der KV, das müsste noch da sein. Da ist der T67, okay. Jetzt mal treffe ich ihn. Ah, nee, doch nicht. Noch ein T28, wow. Ah, das ist ein normaler T. Nee, hä? Doch. Das ist ein normaler T28. Gerade eben war es ein T28 EF30. Hoa, hoa, ha. Ja, da soll auch mal einer mitkommen, erstmal, ne? So. Okay, das war die Artillerie. Das ist gut. Aber das ist eine 304, also der hat jetzt wahrscheinlich schon wieder nachgeladen. Ah, da kommt doch einer. Kleiner Bougermann. Mal gucken, komme ich da noch hin wohl? Zack! Oh nein! Ah, da kommt natürlich genau der KV-1S um die Ecke. Ärgerlich, du. Jetzt holt ihn euch. Ah, verdammt. Und die haben den... Doch, die haben den erwischt. Nein, die haben den immer noch nicht erwischt. Der lebt noch. Oh, schade. Na gut. Wir gehen in die nächste Runde und hoffen, dass das hier gut geht. Bis gleich. So, weiter geht's. Die Runde mit dem Grant haben wir natürlich, wie sie hätte es anders sein sollen, verloren. Und naja, aktuell weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht aussieht. Kann ich noch nicht so beurteilen. Aber ich versuche auf jeden Fall was Gutes draus zu machen. Alter, nur schieße ich 2 Meter vor mir in den Boden. Nee. Nicht dein Ernst, Freund. Was ist da los? So nur ein T1 Heavy. Nice. Oh. Das war schon mal gut. Genau, jetzt fährst du hinten bitte raus. Ah, da ist irgendwas davor. Kann ich leider nicht so gut sehen. Aber ich hoffe, unser T50 bleibt da stehen und spottet gleich nochmal. Das wäre klasse.
Was ist denn los? Wieso kommen die ganzen Heavys hier lang gefahren? Hallo, Freund! Sehr schön. Oh. Ah, oh, daneben. Shit. Ah! Wieso schießt er denn auf mich, Mann? Arsch. Oh! Erst einzielen, Flans. Erst einzielen. So, Freundchen. Ne, das wird echt niemals alt. 11-4. Wow, ich hab, war so konzentriert gerade hier, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ich frage mich nur, warum ich wieder beschossen wurde. Ich stand hier und der M43 stand vor mir. Also irgendwie... Manchmal schnalle ich das nicht so richtig. Immer so das Gefühl... Das ist Absicht. Alle WoT-Spieler auf der Welt, oder fast alle, haben sich gegen mich verschworen. Nee, gut. Lassen wir das Geschnacke. Wir wollen noch vielleicht einmal Schaden machen. Das wäre toll. Oh, komme ich da schon hin? Nö. Aber das Ding steht natürlich auch zwischen den Häusern irgendwo. Okay, jetzt ist es weg. Dann wollen wir mal gucken. Der Rudi ist da auf jeden Fall noch. Rudi. Natürlich überall... Überall Häuser davor, ne? Schade, schade. Ach, da komme ich wohl auch nicht mehr hin. Oh, habe ich unseren getroffen gerade? Oh nein! Komm schon! Nein! Oh, zweimal daneben geschossen. Und ich glaube, ich habe sogar einmal unseren T50 getroffen. Sei irgendwie so aus jedenfalls. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Oh je. Naja, immerhin gewonnen. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Wo kann ich das noch sehen? Schaden an Verbündeten. Jo. 95, das war's. Hier, unser T50. Nee, das war der andere. Aber, naja, okay. Es war auf jeden Fall keine Absicht. Ich glaube, das konnte man auch sehen. Das war einfach nur glanzlos daneben geschossen. Und ich habe den Wolverine freigespielt. Nice. Nice. Ich bin aber echt am Überlegen, ob ich den... Soll ich den T40 behalten? Eigentlich finde ich den echt cool. Nee, machen wir nicht, ne? Und wir holen uns den Wolverine auch gleich. Ich werde... Warte mal, was für eine Besatzung habe ich denn hier auf dem gerade aktuell? Wie hoch sind die? Übernehme ich die jetzt oder kaufe ich mir neue? Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich glaube, ich übernehme die. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber... So, verkaufen zur Kaserne... 83.358. Zack. Betten. Nicht genug Betten in Kaserne. Hab ich mir schon fast gedacht. Okay, das heißt, ich kaufe mir den Wolverine. Ohne Besatzung. Ohne Besatzung. Und auch ohne Munition, die stelle ich gleich ein. So, und jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Jungs dann hier auf den Wolverine packe. Gerne. Personalakte. Ich habe das, glaube ich, erst zweimal gemacht in meiner Karriere. Ich weiß gerade nicht. Fahrzeug. Wolverine. Nee. Die gehen doch dann wieder auf 75 zurück, oder nicht? Shit, Mann, wie mache ich das denn jetzt?
So. Ich teste das jetzt einfach mal. Ausbilden. Okay. Du gehst zur Kaserne. Verdammt, wieso geht das nicht? Entlasse gesamte Besatzung zur Kaserne schicken. Personalakte. Aktuelles Fahrzeug Wolverine. Wie krieg ich dich denn darüber, verflixt? So, ich habe die M6-Besatzung hier. Genau, ich habe ja mit dem M6 weitergespielt und kann mir den T29 jetzt holen. Ich mach mal kurz Pause und regel das mal. Das müsst ihr hier nicht alles mitkriegen, gerade wie planlos ich da durch die Gegend eier. Ja? Bis gleich. Jo, moin moin liebe Leute, weiter geht's in der Folge, mit der Folge, uppala, ah, da habe ich ja Glück gehabt, bin noch hier angekommen, super. Und ja, also wundert euch nicht bitte, warum ich jetzt mit der, mit dem Wolverine, mit der TD, da, warum da kein Sound war und warum das auch nur alles so kurz und abgehackt war, denn das war mitten in der Nacht. Ich war irgendwie wach, weil ich gerade mal wieder nicht schlafen konnte, weil ich ja aktuell noch krank bin. Und da seht ihr auch schon die, ja, die Häufigkeit, mit der ich im Moment spiele oder spielen kann. Nämlich so gut wie gar nicht. Und ja, das lag halt daran, meine Freundin hat halt ja, gepennt, ne, auf der Couch halt. Und ja. Deshalb musste ich da eben spontan ganz kurz einmal nur so Fraps starten und anschmeißen, damit ich diese Folge noch aufnehmen kann. Denn 7 Kills in einer Runde für mich, das ist ja der Wahnsinn. Also, das hatte ich, ich glaube, bisher einmal mit der Matilda hatte ich 8 oder 9 Kills. Aber ansonsten war es das nämlich. Aua. Ey, zielt er die ganze Zeit hier hin, der Penis, ne? Oh, Entschuldigung, sagt man nicht. Das Glied. Ja. Guck du mal hierher, du. Dann bist du abgelenkt und ich kann hier sowieso nicht viel reißen. Alles gut. Guck mal hier rüber, damit rechnet er nicht. Siehst du? Damit hast du nicht gerechnet, Freundchen. Damit hat er nicht gerechnet. So, ja, und ansonsten ist der Rest des Videos halt doch schon einige Zeit her. Oh, damit habe ich nicht gerechnet, dass er schon wieder da ist. Der Lümmel. Aber ich habe den gar nicht aufgemacht. Ach, guck mal, da ist noch ein T51. Auf den guckt er wahrscheinlich gerade. So, ich bin wieder zu. Ich kann leider von hier nicht so genau sehen, wo der hinzieht. Ah, der zieht. Freund der Sonne da. Ja, jetzt stehst du da. Da stehst du ganz gut. Ist mir ziemlich egal, ob du da stehst oder nicht. So, warte mal, wie komme ich an den. Ah, KV4 ran. Das war dein Nebenfreund, ne? Hast gemerkt, oder?
Na ja, gut, auf den brauche ich nicht schießen. Das ist, glaube ich. Boah. Boah. Wieso zielen die alle auf mich? Da steht noch ein T-54, Mann. Schießt mal lieber auf die, ihr Vögel. Ich habe hier eigentlich eine ganz coole Position. Ich habe schon 1000 Schaden gemacht. Und wahrscheinlich hätte ich auch nur die Hälfte des Schadens hier kriegen fressen müssen. Das war echt doof. Ah, 13. Ja, klasse. Es ist immer so. Man hat eine geile Position und dann hat man so ein Affenteam, was einen wirklich nicht supportet. Ich habe 450 Support Damage. Und die Gegner können hier einfach mal, habt ihr das gesehen, der könnte hier einfach mal komplett langfahren, weil der Rest unseres Teams, die noch leben, die hängen da hinten in der Ecke und treffen nichts. Das ist doch unglaublich. Also die Position hier ist so geil, wenn man ein Team hat, was ein bisschen mitspielt, aber guckt mal unsere Heavies an. Das kann doch auch schon wieder nicht wahr sein. Ne? Wir haben hier 1, 2, 3, 4 rote. Und das in einem 8er Match. Wie können denn Leute mit Stufe 8 so eine WN 8 haben? Also na, der Tiger 2, 20.000 Gefechte, 2.400 der WN 8, gewinnt 45%. Das ist doch, wäre der jetzt nicht in einem Squad, würde ich sagen, das ist ein Bot. Das geht doch gar nicht. Unser M6, 7000 Gefechte, 2400 der WN 8. 46% gewinnt er. Das ist... Ach Mann, ey. Das hätte man sich auch echt sparen können, so ein Kack. Naja, gut, was soll's. Müssen wir jetzt durch. Ich ärgere mich eigentlich nur, dass ich vorher schon 2 Treffer gefressen habe. Weil, also ich meine, der Skorpion hätte mich wahrscheinlich, also spätestens mit dem zweiten Schuss hätte er mich weggemacht da. Aber alleine schon, dass der so nah rankommt, das ärgert mich, weil halt keiner auf den schießt und die halt da in der Mitte schon durchbrechen. Unsere ganzen Panzer sich auflösen. Nein, ich wollte mich nicht mehr aufregen. Mann. So, ich reg mich nicht mehr auf. Guckt euch das mal an, ich bin Zweiter. Das ist unglaublich. 9 Schuss, 9 Treffer. Wow. Das war eigentlich eine ziemlich geile Runde. Ist ja klar, dass man die nicht gewinnt. Weißt du gewinnst Runden, da... Keine Ahnung. Triffst du nicht, machst keine Durchschläge, hast 0 Schaden, 0 Spotting Damage oder 50 vielleicht. Und die gewinnst du dann. Dann kriegst du mit dreifach oder zweifach Erfahrung hier 500 EP. Super. Yay. Oder 400, wenn man Glück hat. Im Moment ist das echt nervig, finde ich, bei WoT. So, wie sieht's jetzt aus? Toll, unser Bedshed ist rot. Ja, ey, komm. Der hat einen Bedshed, 31.000 Gefechte, 2.000er WN 8 und gewinnt 43%. Der fährt garantiert einfach nur nach vorne und stirbt. Mal gucken, was der macht. Oder er bleibt stehen. Auch eine super Lösung. So, was kommt mir entgegen? Bulldog, T71, U kommt bestimmt hier hoch. Aber ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ja, da sind sie alle. Ich habe noch versucht, den aufzuhalten, aber guckt euch das mal an, wie die einfach durch die Mitte durchpreschen. Und bei uns ist einer, der mitkommt. Ach nee, 2, der AMX war auch noch dabei, Entschuldigung. Wir waren zu zweit und der Rest? Das ist unglaublich. Wo ist unser Bedshed? Der fährt da mit 2 km/h durch die Gegend. Los, gib mir den Bedshed, Mann. Ah, ist schon weg. Ist schon weg. Hier, du Spasti, ey. AFK-Bot. 2306X. Was für ein Idiot, ey. Guckt euch das an. Hier, da. Der ist mit Zeitlupe hier hingefahren, um sich hier wegfetzen zu lassen, ey.
Oh, wie ein Hals. Ich wollte mich doch nicht mehr aufregen. Wow. Unglaublich. Unglaublich. So. Einmal versuche ich das jetzt noch. Ansonsten ist hier echt gleich Schluss. Ich will ja spielen, weil ich Spaß dran habe eigentlich. Oh, nicht, weil ich mich hier aufregen muss. Mann, Mann, Mann. So, bis gleich. Ja, ich glaube, das wäre die nächste Aufregerrunde. Ich weiß es noch nicht genau, aber unsere beiden Heavys fahren schon mal in die falsche Richtung. Oh, mal gucken, wie es läuft. So, ich werde auf jeden Fall jetzt einmal ruhig durchatmen und was machst du denn hier? Nee, da fahre ich jetzt nicht hin. Oh, da ist noch ein zweiter. Oh, und ein Stock. Komme ich hier durch? Ist so klar, ne? Ist so klar. Ey, ich bin aber auch echt dumm. Ich fahre doch durch den Proxy-Spot, ey, alleine schon durch. Kacke, ey. Na, den habe ich mir verdient, den Treffer. Oh, ich trottel. Ich trottel. Na gut. Was machst du da? Alter, ey. Sind hier nur Vollpfosten unterwegs oder was? Wow. Also merkt euch, Leute, wenn ihr mal krank sein solltet, spielt niemals vormittags WOT. Was ist denn hier los, sag mal? Ist ja auch egal. Ich versuche gleich mal noch eine andere Tierstufe. Ob ich vielleicht, wenn ich irgendwas Höheres spiele. Meine Güte nochmal. Ich meine, ich bin auch weit davon entfernt, hier der Pro-Spieler zu sein, ne? Aber sowas, das geht doch gar nicht. Komm ich hier rüber? Oh, komm. Das Problem ist, da steht ja auch noch irgendwo ein Nashorn, ne? Gut, der ist weg. Das ist schön. Ich lass mal die anderen vorfahren. Ich bin ja. Oh, hier, der kriegt nämlich schon. Was haben wir da denn? Oh, eine 304. Oh ja, und ich treffe nicht. Genau. So, ich fahre wieder zurück. Ja, ich fahre wieder zurück. Denn das Nashorn, das steht irgendwo hier sicherlich und wartet darauf, dass man da um die Ecke kommt. Ich guck mal, ob ich vielleicht hier an den RMX gleich rankomme. Gerade eben stand das, glaube ich, 6 zu 2 oder so, ne? Oh, die schießt drüber. Wie geht das denn? Da habe ich Glück gehabt, dass die Stuck gerade jetzt nur einen Abpraller rausgehauen hat. Schon.
Fuck. Kannst du den nochmal spotten, bitte? Oh, ich sehe schon, ich spiele hier gleich alleine. Nee, ich fahre da nicht raus. Das Nashorn campt da. Nashorn, Skoda, die campen da alle. Streetswagen weiß ich nicht, der hat aber auch eine unterirdische WN8. Was mache ich denn jetzt? Kacke. Ah, hier ist der Streetswagen. Ja. So. Das Problem ist, ich habe eine Idee. Ich fahre durchs Wasser durch und versuche die von da unten zu spotten. Ja, wünscht mir Glück. Wieso versinkt denn unsere Artillerie? Nein. So, wo bist du, Nashorn? Scheiße. So weit hinten, ey, die Penner. Ich hätte mal den Skoda abschießen sollen. Jetzt verlieren wir das noch. Ah, so ein Ärger. Die Idee war gut, ich war zu. Ah, ich war nicht darauf vorbereitet, dass sie dastehen. Weil der Skoda zuletzt war der nämlich hier nochmal angezeigt. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oder ich habe auch falsch auf die Karte geguckt, aber ich glaube nicht. Ich meine, der stand hier oben. Deshalb dachte ich, die sind hier hingefahren. Und stehe hier natürlich komplett offen, ey. So eine Kacke. Fuck. Du musst ein Stück nach vorne. Shit, ey. Oh, da verzieht er. Nein. Nein, bleib unten. Nein, bleib unten. Der lockt dich doch, du. Oh, ey, du Penner. Oh. Oh, Alter, ey. So. Habe ich den schon reported? Ich weiß es nicht. Es tut mir auch leid für die Beleidigung.
Ich weiß, der hat eine WN8 von 12, genau wie sein IQ wahrscheinlich. Aber Alter, ey. Fuck. Das hätten wir so schön gewinnen können. Also ich mache jetzt, bevor ich euch hier noch weiter mit Beleidigungen, also nicht euch gegenüber natürlich, aber ihr wisst, was ich meine, mit Flüchen vollhaue und allem drum und dran, mache ich hier eine Pause, hol mir einen Kaffee und werde erstmal eine Runde chillen oder so. Aufregen ist nicht gut für mich. Nee. Ich hoffe, in der nächsten Runde wäre das wieder besser, Leute. Ich hoffe es sehr. So. Bis demnächst. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wie gesagt, bis demnächst. Ciao, ciao.